Mein Name ist Markus Hofer, ich bin der Hoteldirektor hier im V8 und deswegen zuständig, ja, von klein bis groß. Seit 2017 bin ich jetzt hier. Es war also die Vorbereitungszeit für dieses neue Hotel. Das wurde damals geplant, die Details wurden festgelegt und im Januar 2018 haben wir dann dieses wunderbare Hotel eröffnet. Also ich hoffe, Sie bringen etwas Zeit mit, das kann lange dauern. Ich bin gelernter Restaurantfachmann und habe dann eben einige Jahre hier im Inland verbracht und in London einige Jahre. Bin dann nach Dortmund auf die Hotelfachschule und nach der Hotelfachschule fing ich dann an als Geschäftsführer in einem kleinen Haus mit ca. 40 Zimmern und habe dann erfahren, dass in Stuttgart ein Haus frei wird. Habe mich darauf beworben und bin dann 1988 nach Stuttgart gekommen und habe da ein Hotel gepachtet mit meiner Frau zusammen. Das haben wir 27 Jahre lang betrieben. Ja, dann hat Herr Schad mich angesprochen und meinte, es kommt ein neues Haus dazu, ob ich nicht Lust hätte, ihn da zu begleiten. Das V8 ist einfach ein besonderes Hotel. Ich kenne es schon seit 2009 und habe auch schon das eine oder andere Wochenende mit Freunden hier verbracht gehabt und fand einfach die Idee mit diesen Themenzimmern einfach wirklich überzeugend. Man spricht immer davon, man muss das Hotel besonders machen. Es gibt aber selten ein Hotel, was so konsequent sich dem Thema unterwirft. Und das hat mich einfach begeistert und nachdem Herr Schad mir dann sagte, dass nochmal 157 Zimmer dazukommen, ein Tagungsbereich, ein Restaurant, dann war das natürlich eine Herausforderung und insofern bin ich sehr gerne nach Böblingen gekommen. Dieses Hotel, wir sagten es eben schon, ist ja wirklich besonders. Das fängt an, wenn man in das Hotel hereintritt und sieht dann die ganzen Autos. Man sieht die Mercedes Oldtimer und Youngtimer von Arthur Bechtel. Man sieht die McLaren-Fahrzeuge. Man kommt dann in das Restaurant und dieses Hotel ist einfach anders. Das sind diese Kleinigkeiten. Das ist dieser Pickup, den wir hier nutzen als Frühstücksbuffet, den wir für andere Buffets eben nutzen. Das sind die Kleinigkeiten in den Zimmern, ob es jetzt die Bremsscheibe ist, die wir nutzen als Unterlegteller oder eben auch die Seifen in Autoformat. Also es sind viele, viele Überraschungen, die man hier entdecken kann in diesem Haus. Und es ist ein offenes Haus. Es gibt sehr viel Glas, sehr viel Einblicke in alle Räume. Und ich glaube, diese Offenheit, das spiegelt sich dann auch beim Personal wieder. Wir wollen einfach anders sein als andere Hotels. Und ich glaube, das gelingt uns hier recht gut. Die schönsten Momente, da gibt es relativ viele, glaube ich. Ja. Zum einen natürlich die Hoteleröffnung, die staunenden Blicke der Gäste. Oder wir hatten tolle Veranstaltungen hier durchführen dürfen für Kollegen. Das war toll, eben auch diese Kollegen zu bewirten. Und dann wurde der ganze Raum umgebaut, wurde anders beleuchtet. Es wurde ein fahrbarer Disco-Truck vor die Haustüre gestellt. Und dann ging einfach die Party hier ab. Das sind eigentlich so diese Momente, die einfach so in Erinnerung bleiben. Dieses Haus bietet eben diese Möglichkeit durch diese Flexibilität, die wir hier haben. Wir sind jetzt wieder in der Phase nach Corona und wir haben jetzt wieder die Anzahl der Mitarbeiter, die wir brauchen, um das Hotel gut zu führen. Wir haben viele Quereinsteiger, die zu uns gekommen sind und das sind motivierte Mitarbeiter, die Lust haben auf ihre Arbeit. Vielleicht ist noch nicht jeder ganz so qualifiziert, aber das liegt jetzt eben an uns daran, auch die Quereinsteiger da abzuholen und einfach beide auszubilden, dass sie Freude, dass sie perfekt sind in ihrer Arbeit. Aber das Wichtigste ist einfach, sie haben Freude an der Arbeit und das spiegelt sich dann eben auch wieder. Und das sieht man eben auch bei den Gästen, bei den Mitarbeitern an der Rezeption, wie sie die Gäste begrüßen. Da kommt einfach ja, etwas mehr Empathie herüber. Und das zieht sich durch das Haus durch, ob jetzt hier beim Frühstücksservice, ob jetzt in der Küche, die offen ist, offen auch wieder gestaltet ist. Da kommt einfach viel von dem Personal rüber, viel Freude und da spüren die Gäste.
Also wir haben zum einen, bieten wir also Schnupperpraktikas an. Ich glaube, diese Schnupperpraktikas sind einfach extrem wichtig, damit einfach der junge Mensch einfach mal sieht, ist dieser Beruf wirklich etwas für mich? Ist das Gastgewerbe, die Hotellerie, ist das etwas für mich? Wir brauchen eine gewisse Servicebereitschaft, die muss einfach da sein und einfach Freude dem Menschen gegenüber zu zeigen. Einfach ein Schnupperpraktikum bei uns machen, einfach eine Bewerbung an uns schicken, ganz einfach über unsere Webseite, und dann laden wir jeden ein und freuen uns, ein Gespräch mit ihm zu führen. Also nachdem wir jetzt auch Corona hinter uns gebracht haben, sind wir wieder im Aufbau und wir merken, dass die Gäste sehr viel Freude haben, zu uns zu kommen. Deswegen glaube ich auch, dass wir weiterhin sehr erfolgreich sein werden mit den Veranstaltungen, die wir hier im Haus durchführen können. Ja, und ich wünsche dem V8 Hotel weiterhin jahrzehntelangen Erfolg und freue mich, wenn ich das Haus noch etwas begleiten darf.